Die vier Stadien des Erwachens oder wie wir lernten, erwachsen zu werden, anschaulich gemacht durch die vier Elemente und deren dazugehörige Temperamente. Das erste schizoide Stadium des cholerischen Feuers. Es ist ein Ereignis, ein Buch oder ein Video, das dich von einer Scheinmatrix voller Ideologien abgekoppelt, dich entsetzt und wütend macht. Gedanken rasen durch deinen Kopf, wie konnten Lehrer in der Schule, Professoren in der Uni oder Systemschreiberlinge dir nur so einen Mist auftischen? Wie konnten die Mainstream-Medien es nur wagen, dich und all die anderen so schamlos zu belügen? Du bist sauer und erzürnt auf dich selbst, wie du all die Jahrzehnte jeden leicht verdaulichen Schmutz auch noch in dein Gehirn gepackt und es unter der Überschrift Wahrheit abgespeichert hast. Doch jetzt, so glaubst du, weißt du es besser. In dieser schizophrenen Welt gibt es eine große Wahrheit und noch mehr große Lügen. Du lernst neu laufen und sprechen in diesem System, bewegst dich wie ein wildes Tier, konzentriert, behutsam, immer suchend, ob es noch mehr gibt, dass du wie ein Schwamm aufsaugen und es gegen Lügen in deinem Kopf austauschen musst. Ein Feuer der Paranoidität ist entfacht, da du jetzt in jeder Zeitung, in jeder Fernsehdokumentation und jeder Radiosendung eine riesige Verschwörung siehst. Albträume, Depressivität und verstörende Unruhe sind jetzt dein täglicher Begleiter. Du siehst die Welt anders als andere und nur diese eine Frage schwirrt dir stärker als jeder andere in deinem Kopf herum. Bin ich der Einzige, der das sieht? Das zweite sanguinische Stadium der depressiven Luft. Dein abgekoppeltes Ich ist jetzt im Teenageralter. Du hast unzählige Blog-Einträge gelesen und Videos geschaut. Es ist Zeit zu handeln. Du musst es schaffen, mit Gewalt die Wahrheitsknospen der Menschheitsflora zu öffnen, ihnen die Augen aufzureißen und sie von ihrem tristen Sklavendasein zu unterrichten. Du sagst dir selbst, man wird dir so unendlich dankbar dafür sein, dass du ihnen hilfst. Doch schon bei dem Geldsystem, welches jeder Siebenjährige versteht, kommt es schon zu Diskussionen, ob du überhaupt Ahnung hättest und dass das Bargeldverbot ja total mehr Sicherheit bedeuten würde. Gefühlt 80% deiner Kollegen, Verwandten und Freunde stempeln dich jetzt sofort als Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger oder paranoiden Reichsbürger ab. Sie können nichts dafür, denn sie leiden an kognitiver Dissonanz und sind gar nicht in der Lage, diese Art von Information zu verarbeiten. Ungefähr 15% deines Umfeldes hört dir zu, tut aber alles mit einem "Naja, da kann man ja eh nichts machen" ab. Und nur ein kleiner einstelliger Prozentsatz glaubt dir. Deine anfängliche himmelhochjauchzende Ich-rette-die-Welt-Stimmung kippt nun in ein "Sind denn die Menschen eigentlich alle bescheuert geworden" Bild? Am liebsten willst du dich wie Susanne Kablitz umbringen, weil du Deutschland hoffnungslos verloren siehst. Das dritte zwanghafte Stadium des phlegmatischen Wassers. Dein Körper ist jetzt ausgewachsen, aber die Früchte deiner Gedanken sind noch nicht ganz reif. Du bist wie ein verstoßenes, verkrüppeltes Kasper-Hauser-Kind, das nur noch von den wenigsten ernst genommen wird. Du hast gelernt, zum richtigen Zeitpunkt zu reden und zu schweigen. Du ziehst dir nicht mehr pausenlos Infomaterial rein. Du kaufst Bio-Obst und Shampoo ohne Mikroplastik, doch der fade Beigeschmack des Außenseiters nagt an deinem Selbstbewusstsein. Doch du lässt dich auf dem Meer der Zeit treiben in ehrfürchtiger Erwartung des großen Finanzchaos oder den viel vorhergesagten Dritten Weltkrieg. Deine Ängste vor bösen Schlapphüten, die hinter der nächsten Ecke lauern könnten und dich zwangspsychiatrisieren sollen, sind allmählich verflogen. Was sollen sie auch mit einem Typen von der Straße, der von 4/5 seiner Umwelt als verschwörungslabernden Sonderling wahrgenommen wird, anfangen? Verwandte und Vertraute nehmen dich trotzdem als Mensch voller Zwänge wahr, da du von Entgiftung redest und Chlorella-Tabletten schluckst, dich regelmäßig bewegst und viele Rituale hast, von denen keiner so richtig weiß, was du damit bezwecken willst. Das vierte hysterische Stadium der melancholischen Erde. Du fühlst dich wie Neo in der Endszene, wo er mit Leichtigkeit gegen die Agentenprogramme kämpft, wissentlich, dass deine Entwicklung nie abgeschlossen sein wird und es immer neue Herausforderungen gibt, bist du jetzt deutlich geerdeter als noch im dritten Stadium. Viele Bücher und Berichte über den Bananenstaat wurden von dir verschlungen und du gehst mit Behördenschreiben ganz anders um. Du unterschreibst nur noch in Rot, setzt geschickt eckige Klammern und andere Sonderzeichen ein, um aus deren Jurisdiktion herauszukommen. Dein Körper ist voll von Energie und hat viel Fett verloren. Du hast einen festen Kreis von aufrichtigen Menschen gefunden, mit denen du Seifenrezepte und Ernährungstipps austauschst, neue Schwachsinnigkeiten der Elite besprichst und Videos mit guten Inhalten schaust. Personen, die dich stets verhöhnt, entehrt und belächelt haben, lässt du jetzt einfach links liegen. Niemand kann ihnen helfen, außer der Erwachungsprozess selbst, den du gerade mit nicht wenig Schmerzen durchstehst. Du bist voller Tatendrang und Erwartungen vor der neuen Zeit, die kommt, wenn hier alle Dominosteine umgefallen sind. Das Fazit: Niemand geht für dich diesen Weg, keiner wird dich an der Hand nehmen und dir das Paradies zeigen, denn das kannst du nur selber finden. Hab keine Angst vor der Zukunft oder dass sich Menschen verlassen, von denen du dachtest, dass sie deine Freunde wären. Du verlierst vielleicht alte, bekommst aber neue, viel bessere Freunde, die dich wirklich verdienen und respektieren. Wirf alles von dir, was nicht zu dir gehört, und schau mal, was noch übrig bleibt. Das ist auch ein Ausdruck dieser Zeit, sich von seinen verstaubten Illusionen zu trennen und mutig nach vorne zu gucken. Du bist die Zukunft dieses Landes und nicht die vielen Leute, die bei der nächsten Krise umfallen werden wie die Fliegen. Deine Taten sind Deutschland und nicht irgendwelche Politmarionetten. Werde wieder Mensch und mach dich unabhängig.